bekommt beim LS17 mit dem Feld LP und wieder auf der Gemeinderade. So, die Helfer laufen gerade. Auf beiden Feldern. Office geht's jetzt alles gut. Mit dem, wo ist. Oh, der Säuerboden ist voll. Wo ist der Helfer? Auf die hintere Seite. Ja, eben. Ich muss dann im Singleplayer, muss ich kurz im LU kurz mithelfen, abfahren, Maschinen abfahren, Maschinen und Pipapo und Maschinen verkaufen und hast du nicht gesehen, einfach alles, wann er halt hat, geht alles weg. Oder die Hälfte, kann sein, dass sie eine oder andere Maschine von ihm kaufen würde. Oder wenn er sagt, du Fan, du hast mir schon viel genug geholfen. Ist gut, muss mir nichts geben, kann auch sein. So, das läuft. Das Ding. Eine wollte Güllen. Ja, wir haben momentan nur zu wenig. Und bitte Kühler, bitte Schweine, 5000. Ich habe immer noch zu wenig. Dann bin ich jetzt überlegen, die Kühe mehr zulegen, also 100 Kühe mehr. Aber da kommen sie in den nächsten paar Tagen noch. Blockiert. Das ist doch der Find. Was macht denn er da drin? Hat überhaupt kein Robot überhaupt? Ja, aber Schrecke Robot. Ist gerade hier angefangen zu grubern. Ich muss ihm wieder eine andere Funkwache dazu kaufen. Ich weiß eben nicht, wie er fährt, also wie der Helfer fährt. Das ist nur das andere Ding. Ja, so jetzt kann keiner fahren. So, komm, fahr. Ich bin mir überlegen, ob ich soll noch den Europa noch Feld vom LU noch kurz durchlaufen lassen. Weil jetzt haben wir momentan die Grimme drauf, oder er hat momentan Grimme drauf. Weil er braucht die Rüben für die Schweine. Darum bin ich mir jetzt mal überlegen, ob wir nicht für ihn kurz noch die Grimme mieten. Oder zu mieten. Ich habe die eben irgendwo gefunden als Modtab als Mod, die Grimme. Europa Pack. Aber die sind von mir auch, wenn ihr Fragen fängt, dürfen wir die auch haben. Nein, ich gebe die nicht weit, weil sie sind wieder von mir persönlich umgeschrieben. Nochmal etwas kleines bisschen. So auf Veneers alt denke. Und es kann sein, dass wir die kurz mieten würden. So, ich habe euch gesagt, jetzt fahren wir nicht hier rein, also ich gebe jetzt nicht hier, sondern links, aber ich muss so fahren, dass ich dann rückwärts hinfahren kann, weil da soll auch noch eine Platzstelle sein. Angeblich. So, über die Spiegel rausfahren. Versuchen.
noch drum dran. Jetzt. Kommt echt dran. Keine Kapazität für Zeugerboden. Alles klar. Dann eben wie nochmal gesagt. Er zügelt weg, die Schweine gehen weg, die Maschinen, und dann Maschinen nimmt er halt mit, weil die gewisse Maschinen zum Beispiel kühle Fässer brauchen nicht, die haben einen kleinen. Oh, da reichen ja die Kleinen. Die brauchen nicht anders, die brauchen jetzt ein riesiger Teil. Da, Bums, da. Dann wollte ich noch das Grasfeld noch kaufen, das 34. Ne, das Feld 7 wollte ich eine auch noch kaufen. Was ist das Ding jetzt? Feld 7 wollte ich eine auch noch kaufen und dann halt quasi zusammen verbinden. Ich soll hier vorne sein, jo. Das ist hier vorne. So, wer läuft bei dem? Macht er. Achso, fährt wieder zurück. So, der fährt schon. So fährt er jetzt die klare Spur nach. Fragen wir nicht. Aha. Dass er eigenermaßen gerade Linien, glaube ich, kriegt. Dass er nicht so fest da fahren muss. Ah, jetzt kommt, glaube ich, genau die Probleme, wo ich jetzt wollte. Fährt er jetzt normal, wie er normal fahren soll? Oder fährt er wieder so komische Abkürzung, dass er quasi nicht so steil fahren soll oder fahren muss? Weil der LU hat jetzt gerade Urlaub, also jetzt momentan sind so seine Mitarbeiter, die ein bisschen da rumdingen. Er hat mir auch gesagt, falls ihr gerade halt die Maschine dann mal irgendwann mal braucht, Grillfässer, Coupon, Flug oder keine Ahnung, was er da rumstehen hat. Aber von ihm kann auch die Schleppe mitziehen, zu ihm seiner. Darum gehe ich kurz zu ihm gucken. Das ist sein Ding, genau, ist wieder da. Das sind jetzt Doppel-, also Türanhänger. Warum jetzt kommen oder nicht? Das ist Ding. Den Valtra. Da fängt Black Beauty. Da passt bei den Anhänger dran. Sein Drescher brauchen wir nicht. Ich brauche keinen zweiten Drescher bei mir. Darum habe ich gesagt, der kommt nicht zu mir. Den Käse, der vielleicht. Aber wo hat seine Maschine hingestellt? Da steht die Ding. Also bei ihm ist das meiste Problem, er muss rausmisten. Aber er wollte so. So, da steht Ding hier. Den Valtra. Also hier steht zwei Seemaschine. Hier hätte er. Was ist denn das für ein Gruppo? Gruppo. Das ist der, glaube ich, der 6 Meter. Ja, wahrscheinlich noch nehme ich jetzt der. Nein, ich möchte ihn nehmen. Auch nicht der Wald. Na, bin ich jetzt voll im Weg. Den kurz nehmen. Der. Ah, das Fahrzeug ist nicht in deinem Besitz. Könnte ich den. Das ist auch nicht mein Besitz. Auch nicht. Wer habe ich in meinem Besitz für sein Ding? Der Walter in meinem Besitz? Nein, auch nicht. Ist sein Ding in meinem Besitz?
Ah, weißt du was? Sehe ich gerade, nein. Das Ding. Und seine. Mein Ding. Ja, den nehme ich den 27er noch, zum, dass er all noch den 700er, den 313er noch mithilft. Grubbern, oder ich lasse den Grubbern, ja, hier kann ich mich nicht laufen lassen, weil momentan sind wir noch am Drehen. Am Fahren. Ah, scheiße, ich habe den vergessen zu ablernen. Der geht schnell. Druck noch ein bisschen wie der Helfer halt noch. Aber kann ja nichts machen. Dann Samstag kommt wahrscheinlich vom Gemeinderat noch mal ein, zwei Videos. Außer wenn ihr mir schon geschrieben habt, dass ich Jungs mal mit reinnehmen soll. Weil ich tue jetzt die Speicherstand von dem hier jetzt splittern und dass ich so, wenn ich Singleplayer Bock habe zu zocken oder wenn es kein Livestream gibt oder kein Videos gibt, dass ich da einen Speicherstand habe, wo ich sagen kann, okay, da kann ich weitermachen. Und dann der hier, der Speicherstand bleibt halt für uns oder für YouTube. Und er übernimmt, den LU übernimmt jetzt die Kosten noch. Oh nein! Den Auffall, den fahre ich zum LO. Gib nicht anders, fahre ich den zum LO. Der wird jetzt überall überfüllt. Ich könnte auch irgendwo hinkippen, aber ich finde da keine Lösung. Dann Samstag, Sonntag kommt dann auch Videos, so ich weiß nicht, ob ich morgen früh hinkriege. Um die 6 und 8 Uhr, weiß nicht, ob ich sowas früh in schaffe. Weil der Loa gesagt, er geht von hier, aber die Hallen bleiben noch da. Also es bleibt, er baut quasi einen neuen Ort komplett neu auf. Er hat schon alles aufgebaut, schon bei auf der neuen Stelle bei ihm. Und ja, wenn ich mal Maschinen von ihm brauche oder er braucht wieder mal was, meine Hilfe oder so, dass ich dann für ihn was bringe. Er hat mir auch gesagt, ich könnte auf seinen Felder achten und selber bewirtschaften. So. Hey, kommt ja nicht rein. Nein! Den muss man verkaufen. Aber na gut, das kann ich jetzt nichts mehr machen. Jetzt muss ich den hier kurz drehen und dann sehen wir uns dann am, was heute soll. Ja, entweder morgen sehen wir uns wieder oder halt, ja morgen sowieso, aber muss ich noch gucken, ob den anderen Video entweder morgen wieder drauf kommt oder wie wir direkt den Livestream machen können. Mal gucken, dann wünsche ich euch viel Spaß und schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen.